Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Und ich habe gerade im richtigen Moment wohl die Aufnahme gestartet. Ach ja, unser großer Kollege, den wir befreit haben. Jo, ich war schon mal so frei und habe die Schnellreise zum Mantis gemacht. Und ja, wir sollten eigentlich losfliegen. Ich habe noch kurz überlegt, ob wir zuerst in den Saloon reingehen. Ja, das machen wir danach. So. Also. Ich würde sagen, los geht's, oder? Lass uns da rausgehen. Einmal hier hin. Und? Habt ihr. Muss das so? Warum sagt ihr nichts? Ich meine, das ist keine alltägliche Reise. Naja. Merkwürdig, dass jetzt nicht gesprochen wird. Hoffentlich ist Grease bereit für einen turbulenten Flug. Moment, warum soll ich jetzt mit dem Holotisch interagieren? Ach so, ja, zum Bescheid geben, oder? Klar, ist es soweit. Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Wacht mit Ihnen allen sein. Und mit dir, sie. Meinst du, wieso sie so lange braucht? Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das Ding. Du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir?
Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundak! Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Okay, was für eine wilde Fahrt. Und das Ding ist, ja, ohne Kompass kommen wir jetzt auch hier nicht mehr raus. Wir sind jetzt wie gefangen hier. Aber krasse Scheiße. Sieht ja wirklich nicht schlecht aus hier. Moment, war das nicht der Platz, was wir in der Vision schon mal gesehen haben? Erstmal speichern. Ich rede gleich mit euch. Rand der Zuflucht. So. Na, was hast du zu sagen? Hier ist es also, Tenelor. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Geh doch mit. Ja, ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Karl. Ich habe nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Ja, gut, einmal umsehen. Haben wir hier irgendwas Special? Ah. Es glitzert, lass mich kaputt machen. Yes. Okay, ganz viel nix. Also, wenn wir den Fischer hier treffen, dann habe ich Fragen. So, was haben wir hier? Ja, da geht's ein bisschen nach unten. Was bist du? Kann ich bei dir irgendwas machen? Naja, kannst du zumindest scannen. Meditationsplatz. Ja. Aussicht ist nicht schlecht. Oh, geheime Höhle. No. So, ich mach schon weiter. Echt schöner Landeplatz. Also ist wirklich gut ausgesucht. Das ist also Tenelor. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Das ist das eine große Felsen. Hallo, Kamera? Kamera, ich hab's gesehen. Lass mich schwenken. Ja, doch, das ist... Das ist der Ort von dieser Vision. Wird nicht da sind wir schon entlang. Dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin.
Er wird uns töten oder getötet werden. Ich finde letzteres jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, sag was. Oder... Du hast recht. Aber was ist mit Kata? Was sie ist du? Nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Kata hat immer noch eine Chance. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Kata. Und für uns. Aber trotzdem braucht er irgendwie eine Strafe für das, was er getan hat. Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass da unten die Liebe zum Detail ein bisschen weg ist. Und da hier oben alles super ist. Ja, es war ja klar. Hat man ja schon länger nicht mehr. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Na, ich muss mal hoffen. Er ist immer noch hier. Gut. Ja, warum sollte er auch weg? Wirklich viel Platz hat man hier eigentlich nicht, ne? Soll ich erstmal nach da hinten, bevor ich da reingehe? Ja, ich glaube, das mache ich. Wenn ich da unter anderem es hier habe. Rückzug zum Tempel! Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Ne, sonst noch Secrets? Komm, das ist doch bestimmt nicht ohne Grund so weitläufig, oder? Ich glaube, das ist erstmal nur zur Deko. Was natürlich echt ironisch wäre, ist, dass wenn das Imperium jetzt hier auftauchen würde, aber wir könnten ja eh nur den Weg nehmen, den wir jetzt auch genommen haben, und die Anlage ist am Abkacken. Beziehungsweise wird von jemandem gesteuert, der auf unserer Seite ist. Stehe ich ein bisschen im Weg? Ja, hat sich ja einigermaßen gut gehalten hier. Hörst du das? Kata. Okay, überhaupt nicht übertrieben. Safen. Versteckst du dich? Deine Freunde strahlen ewig Licht. Ist der Himmel klar? Spür ich, du bist da. BD1. Hey, Kata. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Kata, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Du bist sehr hübsch.
Kata! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Aber nicht! Bleib zurück, Kata! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Kata. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Kata. Hör auf sie, bitte! Los geht's! Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Der hat sein eigenes Kind gefährdet. Na ja, toll. Ergib dich! Okay, das zwirbelt. Lenk ihn ab. Ich greife aus den Schatten. Ja, ein bisschen. Oh oh. Fuck. Oh, was zum? Oh nee, ich dich schon wieder. Oh, okay. Zweite Ebene. Was hast du drauf, Kästchen? Fuck. Es ist vorbei. Nein. Zum Kotzen! Ah, diese scheiß Kombis, wo ich da nicht. Ah, Mann. Echt jetzt von hier? Machen wir das nochmal. Moin. Da wäre ich wieder. Alter, was genau solche Moves, ne? Ich hasse diese Kämpfe. Nur damit ich meinen Unterschied sehe, ich glaube, ich gehe mal aufs Große. Schauen, ob es was bringt. Ne, lass draußen das Schwert. Komm.
Moin. Ergib dich! Lenk ihn ab! Ich greife auf den Schatten. Alla! Bleib weg von Cutter! Das war's! Verblute! Hat das wehgetan? Ja, okay, jetzt kommt die Sequenz wieder. Und nach unten. So, und jetzt werde ich gleich mal den hier machen. Nein! Noch ein Step! Nein! Alter, ich muss nochmal treffen! Alter, jetzt wirbel da halt richtig. Fuck. Alter. Immer der Stärkere. Hilfe, stimmt. Scheiße, halt, halt, halt! Gib einfach auf! Nein! Du
Boat, wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Es tut mir leid, Cutter. Ich hab's versucht. Also für einen Moment dachte ich gerade wirklich, er wird aufgeben und das wäre okay. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch, schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Thank you.
mein Leben gerettet. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen. Als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Sir. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Ja, sehr geil. Schönes Ende. Nur da, wo sie so schnell rumgegangen sind, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber ja, ich glaube, da kommt noch ein Teil 3. Bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwas kommt. Das ist jetzt wie jeden und es ist einfach noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich muss ich sagen, schöner zweiter Teil. Ist toll erzählt worden. Tolle Welten. Kreativ gemacht. Ich hätte mir gedacht, es könnte ein bisschen zu wenig sein von dem Planeten her, aber das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Manche Sachen waren ein bisschen fragwürdig, wie sie es umgesetzt haben. Aber was mir am besten gefallen hat, ist, dass vor allem jedes Mal irgendeine neue Spielmechanik dazugekommen ist und das dann auch clever eingesetzt worden ist. Also das war eigentlich immer spannend. Man hat irgendwie drauf gewartet, okay, was kommt irgendwie als nächstes? Und wie setzt man das dann um? Auch manchmal in Kombo. Wirklich toll gemacht. Klar, gewisse Bossgegner, die haben mich gehabt. Und ich glaube, ich hätte es noch schwerer eingestellt. Dann hätte ich auf jeden Fall ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe es jetzt auch nicht gespielt wegen den Kämpfen, die aber wirklich gut ausgesehen haben. War teilweise auch mit richtig geilen Finishern, sondern eher wegen der Story. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat die Story auch gefallen und wenn dann hier eine Fortsetzung kommen sollte, dann werde ich mir die definitiv ansehen und spielen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Jetzt viel Spaß noch mit dem Abspann. Und das mit der Kantine, wenn ihr das noch machen wollt, ich hoffe, ich komme dann auch wieder rein, dass wir auch da die Geschichten fertig hören, schreibt mir das in die Kommentare. Dann gibt es dazu noch eine kleine Extra-Folge und dann hören wir uns da die Gespräche an. Ciao.
Das ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Zylon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen. Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Yo, das wollte ich hören. Oh, sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scare-Steak? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Bravura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.